Das in der Zeit, was entstanden ist, so am Anfang der 80er Jahre, ein Riesenwirbel in Tirol verursacht hat, weil da haben sie sich wirklich noch brutal betroffen gefühlt. Da hat es in den Dörferhausen oft wirklich nicht mehr gegeben wie die Blasmusik und dann den Trachtenverein mit den Tiroler Arbeiten. Heute ist es zeitenweise ein bisschen mehr geworden, nicht jetzt gerade wahnsinnig viel, aber ein bisschen wenigstens. Zum Beispiel im berühmtesten Büchern an dem Dorf Tirols Buch gibt es diesen berühmten Verein Kultur am Land, der von den ganzen Dorfbewohnern dermaßen gut umgenommen wird, dass der Armin sagt, jetzt mache ich ein Kulturwohnzimmer draus. Und dabei hat er richtig derartig super Sachen drin, aber die Dörfler, die eingestanden, sagen, ich brauche leider die Musik und den Trachtenverein. So gesehen hat sich Technik viel geändert. Das Lied der Tiroler Hochkultur. Ich muss da einen brutal an, weil die Hochkultur fängt in Tirol ja in den Hoden an. Ja, heute bin ich schon gut rein. Land gibt's in der weiten Welt, wo ich am liebsten bleib. Land gibt's unter all die Länder, wo mich nichts vertreibt. Das Alpenland, da ist halt wunderfein. Im Alpenland möchte ich immer sein mit der Kultur. Was reingeht in die Google und dann darf man uns da wieder sehen. Bleib vor der Tür, gib einer da Kinder, kennen die Lippe, ich hab ihn noch nicht gesehen. Dann kann er sie in den Wohnen rein.
jetzt die Antwort vom Einheimischen. Jote, tute, tute. Jote, nicht das so bleibt. Er nicht auf mit einem Blues. Schön schreibst mal dich von deinen Schüssen, du kannst nimmer Ski fahren. Weil du liegst auf der Nuss.